In diesem Video erkläre ich dir, wie du deinen Bart direkt voller aussehen lässt innerhalb von 5 Minuten und das klappt bei jedem garantiert. Für diese Methode musst du nicht irgendwie lange einen Bart züchten, irgendwelche Mittelchen nehmen oder sonst was, sondern diese Methode funktioniert in 3 Schritten, dauert maximal 5 Minuten und funktioniert tatsächlich bei jedem, der ein bisschen Bart hat. Alles, was du dazu brauchst, ist folgendes Produkt und zwar diesen Fine Hair Filler. Diesen Fine Hair Filler gibt es in verschiedenen Farben, also in verschiedenen Farbrichtungen. Heißt, du wirst auf jeden Fall fündig werden, egal welchen Farbton dein persönlicher Bart hat. Also von hellbraun bis schwarz ist auf jeden Fall alles dabei. Link zum Produkt findest du wie immer unten in der Infobox. Der Fine Hair Filler hat 2 verschiedene Seiten. Die eine Seite ist die Farbseite und die andere Seite ist die Bürstenseite. Die Farbseite kannst du einfach ganz einfach hoch und runter schieben. Das geht wirklich super easy. Und auf der anderen Seite hast du die Bürste, mit der verteilst du später die Farbpartikel. Diese Methode eignet sich nicht nur übrigens super dazu, um Löcher oder Lücken im Bart zu dichten, sondern die Methode eignet sich auch ideal dazu, um grundsätzlich deinen Bart einfach voller aussehen zu lassen. So sieht mein Bart übrigens vorher aus. Also ich habe grundsätzlich einen relativ guten Bartwuchs und ich habe auch, glaube ich, meinen Bart ganz gut gezüchtet, würde ich jetzt mal so sagen. Aber nichtsdestotrotz sieht die eine Seite etwas voller aus als die andere. Und um beide Seiten jetzt in voller Pracht und richtig kräftig strahlen zu lassen, starten wir jetzt mit Schritt Nummer 1. Im ersten Schritt wird die Bartkontur gezogen. Um die Bartkontur zu ziehen, nutzen wir die Farbseite vom Fine Hair Filler und wir ziehen einfach die Kontur von oben langsam runter nach unten. Ich habe das jetzt an dieser Stelle einfach mal ein bisschen extremer gemacht, um euch das nochmal hier ein bisschen zu verdeutlichen. Auch wenn man die Bartkontur jetzt zum Beispiel nicht optimal zieht, vielleicht eine kleine Kurve reinmacht oder die vielleicht an einer Stelle zu doll ist und an der anderen Seite nicht so doll, kein Problem, muss man sich an dieser Stelle keine Gedanken drüber machen, denn im dritten Schritt können wir das später noch wieder kaschieren. Heißt, im ersten Schritt wird die Bartkontur gezogen von oben nach unten, sodass man weiß, okay, alles klar, das ist die Grenze deines Bartes. Im zweiten Schritt wird der Bart gefüllt und zwar nutzen wir dazu auch die Farbseite des Fine Hair Fillers und dazu einfach einige Striche dort ziehen, wo zum Beispiel eine Lücke ist oder wo zum Beispiel ein Loch im Bart ist oder wenn du zum Beispiel wie ich jetzt grundsätzlich einfach deinen Bart füllen möchtest, kannst du einfach überall flächendeckend einfach kleine Striche ziehen, damit überall ein wenig Farbe verteilt wird. Und das kannst du einfach nach Gefühl machen, auch wenn du hier und da einfach mal ein bisschen zu viel genommen hast, kein Problem. Im dritten Schritt können wir das wieder ein bisschen ausgleichen. Also einfach nach Gefühl deinen Bart füllen, füllen, füllen und füllen, bis du das Gefühl hast, okay, so sollte es passen. Im dritten Schritt wird der Bart aufgebürstet. Dazu switchen wir die Seite vom Fine Hair Filler. Auf der anderen Seite ist ja diese kleine Bürste und mit dieser kleinen Bürsten wir den Bart jetzt einfach auf. So verteilen wir nämlich die Farbpartikel auf unseren Barthaaren und auf unserer Haut und umso länger wir aufbürsten, umso mehr werden natürlich die Farbpartikel verteilt und das Schöne daran ist, umso länger wir aufbürsten, umso natürlicher wirkt es auch einfach. Heißt, wenn du wirklich richtig lange aufbürstest, ja, dann wird es einfach weniger und da kann man einfach entscheiden, wie das Ganze am Ende des Tages aussehen soll. Deshalb habe ich auch eben gesagt, ist gar nicht so schlimm, wenn deine Kontur jetzt nicht genau gerade gezogen ist. Hier an dieser Stelle kannst du zum Beispiel wieder das Ganze ein bisschen ausgleichen, indem du einfach ein bisschen mehr wieder aufbürstest oder vielleicht noch mal ein bisschen nachziehst. Auf jeden Fall ist das jetzt der Schritt, wo du die Farbpartikel auf deiner Haut und auf deinem Bart verteilst, sodass dein Bart schlussendlich wesentlich voller wird. Und das Schöne daran ist, wenn man das Ganze nämlich richtig gut und ordentlich aufbürstet, dann verteilen sich die Farbpartikel überall im Bart und dann sieht das Ganze auch sehr natürlich aus. Und da ich das Ganze jetzt mache, um meinen Bart einfach grundsätzlich voller aussehen zu lassen, mache ich das natürlich nicht nur auf der einen Seite, sondern logischerweise auch auf der anderen Seite und fülle jetzt dementsprechend auch die andere Seite genau nach diesen 3 Schritten auf. So, und jetzt schauen wir uns mal den Vorher-Nachher-Vergleich an. Wenn man die Bilder so nebeneinander sieht, da sieht man schon wirklich einen starken Unterschied. Das Schöne daran ist aber, dass es trotzdem noch natürlich wirkt und du kannst natürlich auch selber entscheiden, wie stark das Ganze halt aussehen soll. Wenn man zum Beispiel es stärker haben möchte, kann man es einfach stärker lassen. Wenn man es nicht so stark haben möchte, kann man es mehr aufbürsten. Aber hier an dieser Stelle habe ich es einfach nochmal ein bisschen extremer gemacht, um euch den Unterschied hier an dieser Stelle nochmal besser zu verdeutlichen. Aber auch hier bei einem extremen Unterschied sieht das Ganze meiner Meinung nach immer noch sehr natürlich aus. Und man muss sich auch gar keine Sorgen machen, das Ganze ist super verträglich für Haut und Haare. Da muss man sich wirklich gar keine Sorgen machen, auch wenn man zum Beispiel im Sommer jetzt irgendwie ins Schwitzen kommt. Auch kein Problem, Leute, das hält. Ich persönlich würde das jetzt nicht jeden Tag machen, es sei denn, ich habe Riesenkomplexe irgendwie mit meinem Bart. Allerdings, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie auf eine Veranstaltung eingeladen bist oder ein besonderes Date hast oder einfach ausgehst und einfach das volle Potenzial und das Maximal aus deinem Bart herausholen möchtest, ja, dann ist das auf jeden Fall eine wirklich super einfache Möglichkeit, um wirklich deinen Bart in voller Pracht dastehen zu lassen.
lassen. Heißt, es ist nicht nur eine super Methode, um Bartlücken oder Löcher im Bart schnell zu schließen, sondern man kann so einfach auch das maximale Potenzial aus seinem Bart ausschöpfen. Wie gesagt, Link zum Produkt findet ihr in der Infobox. Einfach mal ausprobieren und bestellen, ist echt eine lustige Sache und tatsächlich eine richtig gute Option für einen besonderen Anlass, wenn du deinen Bart zum Beispiel einfach mal für ein Fotoshooting oder für eine besondere Veranstaltung einfach richtig toll aussehen lassen möchtest. Also schaut mal vorbei, macht's gut, viel Spaß beim Bartfüllen, bis zum nächsten Mal.